Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Ja, wir sind zurück in unserem neuen Gebiet. Da schauen wir doch mal eben. Wir können noch was beanspruchen. So, was ist mit dir? Was möchtest du denn haben? Ein Tempel. Ja, wenn es weiter nichts ist. Okay. Einen Tempel. Ich hoffe, der ist nicht zu teuer gewesen. Badajoz Tempel. Verträumt mysteriös. Nee, das ist auf jeden Fall okay. Die Frage ist nur, wo tue ich den hin? Der ist doch immer so groß. Einmal drehen. Zack. Den stellen wir einfach mal mitten rein. Komm her. Ja, du darfst einziehen. Oh. Aber ich habe ja noch gar kein Haus. Ja. Okay, du dürftest gerne einziehen. Leider habe ich vergessen, ein Haus zu bauen. Das ist mir jetzt etwas peinlich. Dann würde ich sagen, bauen wir hier oben mal zwei. Da würde ich sagen, machen wir das Gasthaus hin, falls da noch andere kommen möchten. Das machen wir mal so. So, geht das noch was tiefer? So. Kriegen wir hier dann noch ein großes... Ja, perfekt. Okay. Dann lassen wir erstmal das, weil ich meine, das sind ja erstmal 9 Bewohner, die wir aufnehmen könnten. Rein theoretisch, wenn wir... ja. Ich hoffe, dass der mit dem Tempel jetzt nicht bald weg ist. Ist das Mist? Die will Football spielen, die gute alte Dame. Ach so, ich kann mich ja direkt... Genau, das geht doch schneller. Direkt zu diesem Naturschutzgebiet hier hinporten lassen. So, da. So, das ist hier. Und rechts davon hatten wir eine Brücke gebaut. Da müssen wir natürlich jetzt erstmal gucken, was wir da genau machen können. Also links müssen wir rum, deswegen gehen wir erstmal hier... rechts müssen wir rum, meine ich. Deswegen gehen wir erstmal hier links gucken, ob vielleicht noch irgendwo eine Truhe oder sowas steht. Au. Also hier oben offenbar nicht. So. Oh! Wir haben die Kammer gefunden. Wie geil, wie geil. Da werden wir auch gleich direkt mal reingehen. Aber dann muss ich doch mal eben auf der anderen Seite kurz gucken. Weil da konnte man ja auch irgendwas machen, meine ich. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht sterbe. So, da war dieses Fähnchen. Genau, und da musste man... jetzt sag mir bloß. Da komme ich jetzt von der anderen Seite zur Kammer. Dann halte ich euch jetzt für bekloppt. Nee, wir können jetzt hier hoch. Ach, zu einer Höhle. Okay. Nein, sagt bloß. Jetzt haben wir die zweiten. Oh, bitte. Sagt, dass wir die zweiten kriegen. Das wäre doch Hammer. Dann wird die Folge leider etwas länger, weil wir die Kammer ja auch mitmachen wollen. Aber, na gut, das ist dann halt so. Oh, das sieht schon richtig geil aus. Ah, kann man hier irgendwas machen? Nee. Oh. Ich bin jetzt voller Vorfreude, aber so langsam befürchte ich, dass es vielleicht doch nicht die sind. Weil hier steht nirgendwo, dass man hier nicht durch darf. Oh, was jetzt? Moment, da ist ein Rätsel. Da ist was Leuchtendes. Wenn ihr ein bisschen schneller da durchgehen würdet, wäre das einfacher. Da ist noch was Leuchtendes. Und da müssen wir es hinbringen. Okay. Okay. Dann. So, das Problem ist, kann ich damit jetzt die Kisten öffnen? Scheiße. Ich hab's geahnt. Oh, okay.
Müssen wir denn... Okay, da müssen wir dann aber... Boah, gleich erst hin. Dann können wir das erstmal reintun. Das ist das Rechte, nehme ich an. So. Einmal. Und... Hui! Da müssen wir hoch. Ich denke ja jedes Mal, dass die Dinger im Wasser hängen bleiben und dann mich quasi umbringen. So. Nein! Was machst du denn? Trottelige Kuh. Nein! Doch, das ist richtig. Oh nu. Komme ich denn da jetzt rüber? Ach so. Nee. Doch, das ist so ein einzelnes. Oh je. Oh, okay. Das sieht aber wirklich cool aus hier. Da ist noch was. So. Mal schauen. Okay. Also, theoretisch können wir jetzt in zwei Richtungen weiter. Wobei das hier, denke ich mal, keine Richtung sein wird. Oder ich weiß nicht, hier muss man auch drüber springen. So, gucken wir auch mal hier oben. Wahrscheinlich ist das die Sackgasse. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Sieht beides nicht aus wie eine Sackgasse. Oh je, oh je. Ich ahne Schlimmes, wo ich die Viecher da unten gerade sehe. Ich glaube, damit wäre dann auch bewiesen, dass wir nicht die einen finden, also die Gegner von der Polka-Bande da. Da war noch einer. Da. Reicht das? Jetzt da runterspringe, komme ich aber nicht mehr zurück zu dem einen, oder? Oh, das ist doof. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Eieiei. Was haben wir... Hab ich mich jetzt erschrocken. Was haben wir denn hier? Das sieht alles so schräg aus. Komm hier aber auch nicht hoch, oder? Wahrscheinlich hätte ich da von der anderen Seite... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hallo? Achso. Okay, mit dem Gelben müssen wir direkt weiter. Und das dahin liefern. Und da müssen wir das Grüne mitnehmen. Okay. Müssen die mal so runtergehen? Das ist doch fies. Komm mal hier hoch. Ja. So. Dann. Uah. Okay, man sollte nicht zu schnell laufen. Ich merke das schon. Oh Gott. Okay. Dann müssen wir jetzt das andere noch holen. Das ist da. So. Ich habe gelernt, ich werde nicht zu schnell um die Ecke laufen. So. Nein, 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 tu mir das nicht an. Komm, komm. Nein. Mach es da rein. Los, mach es richtig da rein. Geht doch. So. Wahrscheinlich kommen die anderen jetzt wieder, ne?
Ja, natürlich, was auch sonst. Och, haltet doch einfach mal still. Dann wäre das Ganze umso lustiger. So, da hängt einer an der Wand. Ich dachte gerade schon. Na komm. So, jetzt aber. Ah, jetzt sag bloß, da kommen wir jetzt hin. Das sieht nämlich schon fast so aus. Ja, perfekt. Okay. Das hatte ich gehofft, aber ich wusste es nicht. Jetzt erstmal. Oh. Ich denke ja jedes Mal, dass es irgendwie am Hängen ist dann. Oh, ist das schön. Und da ist schon das Liedfragment. Wir haben es schon. Naja, wir haben es noch nicht so ganz, ne? oh je. Heißt das, wir müssen erst das Fragment nehmen und dann rausgehen? Oder heißt das, wir müssen... Ist das da unten Wasser? Nee, ne? Das, da kann ich doch drüber laufen, gehe ich mal von aus. Dass das wirklich grün ist. Hoch. Jetzt. Das Liedfragment des Abschieds. Ja, und wir müssen da oben raus, hat er angezeigt. Dann machen wir das doch mal. Ich habe nämlich jetzt hier keine Truhen oder ähnliches auf Anhieb gesehen. Aber das verwirrt mich dann schon ein bisschen, weil ich eigentlich dann ja dachte... dass wir durch den anderen Eingang da reingehen müssten. Sind wir anscheinend quasi von hinten reingekommen. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe mich jetzt total gefreut, dass wir eventuell die anderen da finden. Diese Erzfeinde von dieser Polka-Truppe. So, ich hoffe mal, ich denke... Na, obwohl... Ja doch, dann hätte ich ja vor einer verschlossenen Tür gestanden. Ich denke mal, dass das dann die Seite ist, die wir nicht genommen haben, oder? Das werden wir jetzt herausfinden. Oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ach nein, das ist nicht die Seite. Das ist dann der Eingang hier. Ach, gucke mal. Nee, oder? Das wäre tatsächlich versperrt gewesen. Boah, ihr Schweine. Und das habe ich jetzt zufällig da hinten nur. Ich habe gedacht, wir könnten jetzt da vorher noch eine Truhe oder sowas nehmen. Ihr Schweine, ehrlich. Ja, aber trotzdem wirklich cool. So, jetzt mal gucken, ob wir da vielleicht noch was machen können. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch in der Folge hier. Du warst der, für den wir jetzt noch kein Haus haben, ne? Ich belästige dich jetzt so lange, dass du nicht wieder abhaust. Bis die Häuser gebaut sind. Ach, so ein Scheiß, ehrlich. Okay. Was war das denn hier? Ach so, das war der Tempel, den ich so blöd in den Weg reingestellt habe. Ja, dann können wir tatsächlich eigentlich nichts mehr machen, außer, dass ich nochmal gucken könnte, ob ich eventuell doch noch die eine Stelle finde. Aber ich bin ganz ehrlich, das sieht eher schlecht aus. Aber naja, ich kann es ja nochmal versuchen. Also ich würde sagen, ich laufe hier nochmal so ein bisschen wie eine Irre rum. Und dass ich euch dann eventuell gleich hinzuschalte, sollte ich die Stelle doch nochmal finden und den Rest von den Sicherungen da einlegen kann. Bis gleich. Nein, oder? Es war so einfach. Ich bin so ein Idiot. Das ist ja nichts Neues. Ach, mir fehlt aber noch einer. Ich hoffe, dass wir den im letzten Bezirk dann kriegen werden.
Ich laufe jetzt mit euch nochmal zurück und dann werdet ihr sehen, warum ich so ein Idiot war. Weil das nämlich sowas von einfach war, jetzt dahin zu finden und ich es echt nicht mehr gecheckt hatte. Links ist ja diese Brücke, die wir neu gebaut haben. Und hier sind diese drei Dinger, die wir gemacht haben. Und da hätte ich einfach nur den Berg hier rechts dran vorbeilaufen müssen. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? So, wir haben jetzt einen neuen Tag erreicht und ich habe mir gedacht, das kürze ich jetzt alles mal so ein bisschen ab. Jetzt wollte ich mal gucken, ob der Typ hier noch rumläuft. Vermutlich läuft er nicht mehr hier rum. Dafür läuft gerade jemand anders hier rum. Ja, du möchtest eine Bibliothek haben. Okay, da schauen wir doch mal nach, ob wir die... Hallo, nimmst du das Tee jetzt mal an? Geht doch. Da schauen wir mal nach, ob wir die Bibliothek machen können. Da braucht man auch die Stinkend-Essenz für. Naja gut, jetzt muss ich sie aber zumindest nicht mehr sammeln, weil für den letzten Samen müssten wir das definitiv nicht haben. Also schauen wir mal, dass wir hier irgendwo eine Bibliothek hinstellen können. Das ist eigentlich ganz gut, oder? Das ist sowieso schon so eng hier. So. Okay, dann. Wo ist er? Bleib doch bei uns. Genau, zieh doch ein. Zack, einmal ins große Haus. Da müssen wir sowieso mal gucken, fällt mir gerade ein. Nee, ich will nichts bauen. Ach Quatsch, was mache ich denn hier? So, verwalten will ich. Großes Haus. Wäre schön, wenn du da auch reingehen würdest. Ja, immer noch. Nein. Weil der in einem anderen Haus eigentlich drin sein sollte. So. Das und das. Und das sieht schrecklich aus. Nehmen wir mal das. Dann gibt es noch einen Blumenkasten vor die Hütte. Und zwei Bewohnerplätze. Ja. Dann zum anderen großen Haus. Machen wir das rein. Und das. Und von mir aus das. Gibt auch einen Blumenkasten. Und dürfen auch nochmal zwei Leute mehr drin wohnen. So, das Gasthaus. Da haben wir jetzt keinen Angestellten für. Ach nee, das hatte ich, glaube ich, nur so hingebaut, ne? Meine ich. So, Gasthaus immer so. Also immer mit dem Regenbogen. Dann nehmen wir einfach das und das. Was weiß ich was. So, dann noch einen Angestelltenplatz. Und ja, nehmen wir mal das. Dekoration vorne können wir auch noch reinmachen. Zack, drei Sterne. Also zwei Sterne haben wir jetzt, aber drei Sterne hat das Gasthaus. So, Bibliothek. Den können wir nicht zuordnen. Oder können wir den zuordnen? Hat eine Arbeit. Ach, wir können den schon zuordnen, obwohl das noch gar nicht... Ah, das wusste ich noch nicht. Okay. Das ist cool. Den Tempel haben wir allerdings schon gebaut. Ich hoffe, dass der Typ auch hier wohnt. Nein, das war diese eine Sache. Ja, okay. Okay, okay. Dann machen wir aber trotzdem... So, das sieht so schön ruhig und natürlich aus. Oh, das sieht jetzt so richtig natürlich aus. So, dann machen wir jetzt ganz viele Angestelltenplätze hier rein. Zack. Und mehr brauchen wir nicht, beziehungsweise mehr haben wir nicht mehr. Gasthaus haben wir, das große Haus können wir noch eben machen. Das machen wir mal ganz bunt. Und zack. Und das noch dazwischen. Das ist eine absolut schreckliche Kombination. Aber Hauptsache, wir haben es gemacht. So, da können dann noch zwei Leute drin wohnen. Und das war's dann. Die Bibliothek war noch nicht fertig. Ja, das war's. Das Problem bei der ganzen Sache ist jetzt, dass jetzt alle anderen wieder weg sind, nehme ich mal an. Weil ich hier nämlich jetzt ja, niemanden finde, der hier rumläuft. Schade, schade, schade.
Ja, dann würde ich sagen, dass mir tatsächlich nichts anderes mehr übrig bleibt, als noch ein bisschen Arbeit auf dem Baum zu verrichten. Das werde ich dann allerdings offline machen und dann muss ich euch leider nochmal einen Tag später sehen. Ja, eigentlich wollte ich gerade schon die Abmoderation machen und den Tag beenden, aber mir ist aufgefallen, dass wir die Baumherzkammer noch gar nicht betreten haben und das Lidfragment noch gar nicht eingesetzt haben. Das werden wir mal schnell nachholen. So, ach, da leuchtet schon. Ich wollte gerade sagen, wo muss ich denn eigentlich hin? Ich bin auch mal gespannt. Ich glaube, eins hatten wir ja auf jeden Fall noch übrig. Die Aerum, die Kinder des Liedes, lebten in dieser Stille weiter. Sie saugten weiterhin das verbleibende Myora der Welt aus. Für sie hatte das Lied nie aufgehört. Sie waren sich der Dürre noch nicht bewusst. Langsam, mit dem Lauf der Zeit, wuchs die Dürre. Blumen verwelkten. Bäume verrotteten und Lebewesen versteckten sich. Die Aerum wussten nicht, was zu tun war und suchten bei den Alchemisten nach Antworten. Je mehr Myora sie verbrauchten, desto stärker wuchs die Dürre. Und mit der Zeit strahlen die dunklen Ranken ihre Heimat und ihre Ernte. Als es für sie zu viel wurde, verließen sie Alaria. Sie ließen mich im Stich. Ja, und jetzt erhöhe die Harmonie auf der Teilprovinz auf 100%. Das ist dann unser nächstes Ziel. Und jetzt können wir aber erstmal noch was einfordern. Da. Vorteil Singradius. Das ist immer gut. Ja. Oh, hier ist es aber sehr laut. Wenn ich jetzt hier irgendwas sage, versteht mich gleich keiner mehr. Ich gehe mal ein paar Meter weiter runter. Da ist es auch ganz schön. So. Ja, ich würde sagen, jetzt beende ich aber tatsächlich den Tag und verabschiede mich von euch und sage mal bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.